Bismillahirrahmanirrahim. Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Derjenige, der auch nur einen Hauch von Kibr in seinem Herzen hat, wird das Paradies nicht betreten. Hörst du nicht? Es ist dir verboten, das Paradies zu betreten, weil du krank bist. Schau dir dein Leben an. Du wirst verstehen, dass dein Herz durchsät ist mit dieser Krankheit. Du hast Kibr. Du bist hochmütig. Du denkst, du bist etwas Besonderes. Du fühlst dich groß, bedeutend und besser. Ist es nicht so, dass du denkst, alles selbst erreicht zu haben? Dass du heute da stehst, wo du bist, nur weil du so intelligent bist? Du ahnst nicht, dass das alles nur ein Trick ist, um dich zu zerstören. Oder glaubst du wirklich, der Lenker deiner Bestimmung zu sein? Derjenige zu sein, der sich Aussehen, Intelligenz und Fähigkeiten in die Wiege gelegt hat und sich selbst seine Versorgung festgelegt hat? Nein. Allah ist dein Herr und nur er ist der Besitzer der Macht. Alles, was du siehst, sind Gaben, mit denen er dich prüft. Wie kannst du also mit Stolz erfüllt sein? Wie kannst du also erhobenen Hauptes durch die Welt schreiten, wenn doch nichts von dir kommt? Hochmut steht dir nicht. Vergiss nicht, du warst nichts anderes als eine verächtliche, ausgespritzte Flüssigkeit. Es ist nur eine trügerische Illusion. Shaitan ist dein Feind und er ist es, der dich ins Höllenfeuer führt.